Ding da ding 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 da ding 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 da 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 da. Ja, was machen wir heute? Die Bonanza-Pfanne. Wer gern Bonanza guckt oder geguckt hat, der weiß, wie sie immer angefangen hat. Ja, man hat dann die Landkarte gehabt. Dann hat man dann, wenn es jetzt auch geht, weiß ich nicht, ich gucke mal. Ich kann ja alles bloß einmal machen. Und dann hat es so in der Mitte angefangen. Aber ich stecke mal drunter. Ding da ding 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 ding. Ding da ding 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 ding. Da 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 da. Ja, die Ponderosa, ne? Ja. Immer ein bisschen Quatsch machen. Ne? Also, hey, die brennt ja komplett ab. Ich wäre verrückt. Schon aus gerätselt, ob sie überhaupt brennt. Ja, zum Schluss bleibt immer Asche übrig. Ne? Ach, bei uns. Wir fangen an. Ich habe mir vorgenommen, halt gar nicht so viel zu babbeln und mache richtig geiles Bonanza Fenchel. Wird richtig gut. Was brauchen wir da dazu? Ich habe ein bisschen abgedeckt, weil es wieder so warm ist. Ah Gott. Rinder Hüftsteaks. Ja, da wird sich der Horst jetzt freuen, ne? Produkte, ich baue die jetzt eh schon mal auf, dann kannst du dir besser vorstellen. Ne? So, was haben wir? Bei unser Bonanza-Fenchel. Unsere innere Hüftsteaks. Guck mal. Ah, das ist das. Richtig leckeres Fleisch, ne? So, dann kommt nur grobes Salz, Ursalz dran. Kriegt ihr auch so, könnt ihr googeln, Ursalz. Und bunte Pfeffer. Gemahlen. Tun wir hier malen. Fertig. So, dann brauchen wir Bacon Beans. Und in die Bacon Beans, dass sie ein bisschen Würze haben, macht ihr. Ein klein bisschen Salz, ein klein bisschen Pfefferchen kommt drin. Thymian. Rosmarie. Schreib mir gleich. Tu mir gleich schneiden. Auf die, das sind jetzt so 800-900 Gramm ungefähr. Bacon Beans. Und dann machen wir drei, also auf 300 Gramm ungefähr Knoblauchzehe. Ne? So, und dann kommt ein klein bisschen Zitrone rein als frische. Und ganz zum Schluss Peterle. So, was brauchen wir noch? Das ist ehrlich, das ist ein schnelles Rezept und sau gut. Fliege. Dann tun wir noch dazu kleine Karötche. Hier. In der Bonanza-Pfanne. Tun wir die anschwitzen mit ein bisschen Olivenöl. Wir tun vorher Zwiebeln gleich schneiden, anschwenken, dann die Zwiebeln dazu, die Karotte dazu, Salz, Pfeffer, durchziehen lassen, machen wir alles am Lagerfeuer. Und dann zum Schluss mit einem Esslöffel, also das ist ungefähr, boah, was sind das? Also 400-500 Gramm, sage ich jetzt mal grob, und ein Esslöffel Honig machen wir da noch dran, durchschwenken, zum Schluss. Durchschwenken, nehmen wir hinstellen, fertig. Und dann haben wir da eine Bonanza-Pfanne. So hat es der Hopsing gemacht, ne? Unser Hopsing. Ja, für den Horst, ne? Der Horst hat dann so Portionen da gegessen. Ne? Alle. Ja gut, ich kenne es auch alle, wenn ich ehrlich bin. Hau ich weg. Und sei muss, hau ich weg.
Ah, ich bin ja heute allein. Ich muss es ja weghauen allein. Ja, was esse ich weh? Und dann schlafe ich auch gut. So, was müssen wir vorbereiten? Ich schneide es ein bisschen Klee und dann tun wir gleich Holzhacke und dann geht's los. Ne? Geh mal an den Grill, da hinten. Das ist er. So, nehmen wir noch los. Bonanza. Da, 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 da. Nehmen wir los. So, Messerle. Machen wir einen Würfelchen. So, Knoblauch. Und alles, wenn es geht, verwende. Ne? So, kann ich schön sauber machen. Alles drin, ne? Ein Schälchen. Gibt alles Geschmack. So, da sind wir schon mit den Vorbereitungen. Fertig. Ach nee, stimmt nicht. Stimmt nicht. Was müssen wir noch machen? Ihr müsst aufpassen. So. Thymian. Gucken wir mal. Das muss ich ganz, ganz fein schneiden. So, und das können wir auch gleich in die gebackene Mohne zuschmeißen. Wenn so hölzerne Sachen dabei sind, die müssen wir gleich wegmachen. Ne? So, mehr ist es nicht. Ne? So, das machen wir hier. Gucken wir. Gebackene Bohne. Da kommt das gleich rein. Ne? Mit Geschmack. So, dasselbe ist Rosmarie. Ganz fein schneiden. Merken, ne? So, das ist überall so ein Teelöffelchen, sage ich jetzt mal grob. Ne? Und dann machen wir das auch rein. Ne? Mach es perfekt hier drauf. So, dann machen wir Zitrone-Spritzer rein. Ja, die frische. Ja. So, langt schon. Ne? Das andere heben wir uns auf. Wir schwenken dann später nochmal. Ah, ich bin schnell. Heute bin ich schnell. Ne? So, was machen wir noch? Pfefferli. Grob durchschmale. So. Und dann machen wir ein kleines bisschen von dem Pfefferchen. Hier. Und die Bacon Beans drauf. Und ein kleines bisschen Salz. Nicht viel. Das ist schon gut gewürzt. So, und dann ist das Ding eigentlich schon fertig. Ne? So, der Rest vom Schützenfest und dann die Steaks. Ne? Die können wir auch schon fertig machen. Ja, streiten sich schon die Götter. Vorher, nachher, gleich. Ja. Wir nehmen unser Steakchen und tun die gleich würzen. Erstes Salz. Ne? Immer von dem, wir fangen immer so, oh, was mal am schlechtesten sieht. Ne? Schönes grobes Salz. So. Und dann immer mit der Hand, da habt ihr mehr Gefühl, verwenden. Ja, wir wollen Geschmack. Ne? Also das ist was, wo ich zweiseitig pfeffer, Schnitzel und so weiter immer eh-seitig. So. Richtig dampf, ne? So, das sind die schon richtig gut gewetzt. Und dann sind wir eigentlich mit allem fertig. Und jetzt brauchen wir Holzhacke muss noch. Holzhacke! Ich muss so Holzhacke, ich werde verregt. Hopp, ich schaffe jetzt eh schon mal Holz. Lass mal vorher gehen. Also vorher gehen, Mensch, Lagerfeuer, ne? Nicht von der Frau vorher. Oh. Hilfe, es gibt wieder Ärger. Holzhacke, so passen, dass mir nicht umfällt. Oh.
Alter, verrolle, ich hab's gewusst. So. Die alte Indianer. Lass mal schon ein bisschen vorheizen. Ja, wie auf der Ponderosa. Ah, einer habe ich. Einer habe ich noch. Peter, da machen wir später. Und zwar Ponderosa, ne, der wo es dann kennt. Da hat es dann der Little Show. Yep, ne? Little Show. Ich zeige euch mal jetzt Utensilien, auch so ein bisschen recherchiert. Das ist ein Little Show, sagen wir sicher, ne? Und da habe ich mal geguckt, Mensch, hä, oder hast du auch so eins gerade? Ja, so ähnlich, ne? Das ist ein Hossa-Messer. Das war nur ein Gag. Ah, Gott, hä. Blut ist gut. Mach ein bisschen auseinander. Brauchen wir hier ein bisschen, für die Bohne. Und hier fürs Pension. Und jetzt gucken wir die Bohne, ne? So muss das sein. Das fängt ganz langsam an hier zu kochen. Das rühren wir gleich durch. Und dann zieht es ganz langsam vor sich hin. Ne? Olivenöl. Zwiebeln. Karotte. Ah, das riecht schon. Das riecht schon, ihr Leute. So, jetzt machen wir noch ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, noch ein bisschen durchgaren. Uns. Bonanza-Fenchel, so sieht es aus. Karotte. Ah, herrlich. Knoblauch. So, dann brauche ich. Bünche. Und noch unser Stegchen. Ne? Herrlich, oder? Das so, das so, das sieht gut aus. Das meint's. So, legen wir los. Bonanza-Pfanne. Wir schneiden mal. Ah, schön knusprig. Hier nennen das. Herrlich, gucken wir mal. So muss das Stegchen aussehen. So, probieren wir mal. Oh, göttlich. Herrlich. Bonanza. Bonanza ruft. Ah, Böhnchen dazu. Und gucken wir mal. Karotte. Der Messertest. Immer durch, ne? Herrlich. Gucken wir mal. Karotte, Salz, Pfeffer, Knoblauch, Hammer, Hammer, ehrlich, müsst ihr machen, ich genieße es, bleiben gesund, bis zum nächsten, an diesem Lagerfeuer, Abo, Kommentare, wäre super.